Als was arbeitest du und woher kommst du aus der Türkei? Auf Instagram hat auf jeden Fall jeder irgendwie dieses T-Shirt, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass alle nicht das Original haben. Weil so Leute, angekommen in der Sale-Abteilung, jetzt hier, jetzt volle Konzentration, Bruder. Direkt, ihr müsst euch fokussieren auf die Preise und jetzt Konzentration. So Leute, ich spiele jetzt mein Givenchy Latschen gegen deine Nike-Fußballschuhe. Schnell, bis drei, auf geht's. Schönen guten Tag, Freunde des guten Modegeschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren jetzt zum Kudamm. Anschließend werden wir bestimmt noch was essen. Auf jeden Fall dieser Standard-Vlog. Wir müssen bei ein paar Sachen shoppen. Ich habe mir auch schon notiert, was ich so alles brauche. Bottega Veneta, KDW, Mentos, Gucci Store wegen den T-Shirts, Louis wegen den T-Shirts. Dann noch vielleicht ein paar Fußballklamotten wegen Fußball, weil jetzt fängt die Saison wieder an übrigens. Auf jeden Fall, meine Freunde, müssen wir ein paar Sachen shoppen. Ja, ich würde mal sagen, dann kannst du losfahren, Herr Fahrer, ne? Los geht's. Ja, fahr langsam, dass die Kamera da immer stehen bleibt. Ganz ehrlich, er läuft einfach mit Latschen rum, ne? Warum? Bruder, was Fender-Style oder? Guck mal, wie findet ihr das eigentlich? Also eine kurze Hose, dann so ganz normal Socken und meine Latschen. Was sagt ihr eigentlich zu diesem Style, so Socken mit Latschen? Also ich feiere das. Also ich habe mich ja dazu geäußert, ne? Ich sehe auch gerade aus wie ein Hype. Hype-Beast haten und dann... Hype-Beast! Ich habe mich gehatet, Digga, du hast die gehatet. Was heißt haten? Ist nicht mein Fall. Scheiße. Fertig. Auf jeden Fall, ey, Videos online. Auf jeden Fall, Leute, neues Video online. Bruder, witzig, ihr seht gerade einfach zwei Jumps in einem Video. Ja. Ein Video online, Sneaker-Video. Mal schauen, wie die Resonanz wird. Bin echt gespannt, da gibt es ja auch zwei Verlosungen. Also wenn ihr dieses Video jetzt seht und das noch nicht gesehen habt, muss das mal jetzt natürlich teilen, ganz professionell. Gibst du mir bitte dein Handy? So Leute, wir drehen gerade einen Vlog. Wir fahren gerade zum Kudamm und ich dachte mir, mach ich mal so ein FAQ mitten im Vlog. Stellt mir mal jetzt eure Fragen, dann kommt die wahrscheinlich im Video vor. Ihr könnt auch immer ein paar Fragen stellen. Also los, Fragen, Fragen, Fragen. So Leute, ihr habt zahlreich Fragen gestellt hier. Zack, zack, zack. Als was arbeitest du und woher kommst du aus der Türkei? Ich arbeite als Arbeiter und komme aus Erzurum. Die nächste Frage kommt von einer Dame. Kaufst du mir eine Chanel? Sehen wir uns mal im Kapu. Ja. Ich kaufe den nach Chanel und wir sehen uns im Cup. Die nächste Frage hier wieder von einer Dame. Sie fragt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Beste YouTuber, danke dir. Wo sehe ich mich in 10 Jahren? In 10 Jahren sehe ich mich hoffentlich mit einer gesunden Familie, ein, zwei Kindern. Falls ich nicht diesen bodenständigen Weg wählen sollte, sehe ich mich in 10 Jahren wahrscheinlich irgendwo auf den Malediven mit einer geilen Latina. Ja, nächste Frage von Luke. Was ist der teuerste Schuh, den du hast? Und Grüße aus der Schweiz. Grüße aus Berlin in die Schweiz. Mein teuerster Schuh ist der Louis Vuitton in Python. Der wilde Kevin. Wilder Kevin, wie viel Schuh hast du? Boah, Dicker, das ist eine schwierige Frage. Wie viel Schuh habe ich denn? Also, nach meinem Wissen über 100 oder so, auf jeden Fall. Über 100. Ja, es sind wahrscheinlich über 100 auf jeden Fall. Aber aktiv habe ich immer so halt in meinem Zimmer 30. 30, 40 so. Der Rest ist so verteilt im ganzen Haus, in der ganzen Wohnung, im Studio, im Auto. Dann gibt es noch die, die ich gar nicht mehr trage und die gehören gar nicht dazu. Also so, ich sag mal 40, 50 so safe Schuhe. Enno 70. Can abi, wie definierst du Erfolg im Leben? Schöne Grüße aus Österreich. Warte, ob du mir glaubst, eigentlich so eine ähnliche Frage habe ich mir letztens auch ein bisschen überlegt. Wie definiere ich Erfolg? Erfolg definiere ich... Gute Frage, Digga. Wie definiere ich Erfolg? Erfolg definiere ich, wenn du deine Ziele erreicht hast. Kurz und schmerzlos gesagt. Würdest du das auch sagen? Welchen Einkauf bereust du am meisten, kannst du mich grüßen? Ich grüße Ali Baljan 64, nee 46. Ey Bruder, ich bereue so viele Einkäufe, das glaubst du gar nicht. So, letzte Frage. Niklas, Video, zack. Wie viele Freundinnen hattest du schon? Ungelogen, Leute, ich hatte in meinem ganzen Leben, nur eine feste Beziehung. Also eine Freundin. So, Leute, das war's mit dem kurzen FAQ. Das sollten wir ab jetzt öfter mal machen, so in den Vlogs. So, Leute, wir sind jetzt hier gleich angekommen beim ersten Laden Mintos. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei Mintos ist immer so eine Sache, Leute, da gehen so, ich sag mal, jetzt die ganzen Stars aus Berlin einkaufen. Und die wollen nicht so oft aufgenommen werden. Deswegen versuchen wir jetzt vielleicht, wenn es möglich ist, aufzunehmen. Wenn nicht, dann wird es nicht klappen. Aber die Adresse ist Schlüterstraße in Berlin. Ist auch nochmal Wilmersdorfer und deswegen ist gleich. Morgen zum 5, wenn die klingelt, ich sag hallo. Unbekannt, sag mir deinen Namen, hau dich K.O. La Mara, S.A. Blockmucke, der mit dem Megaflow. Ich brauch kein Megafon. Dieser Sound ist Baba, Motherfucker und dein Obplatz. Hier kriegst du einen Nacken für die Wortwahl, das ist 030 die Vorwahl. Kommst mit einer Torba, hier kriegst du ein Tockert für das Benehmen. Casino Kanacken, die kein Bock haben. So Leute, angekommen in Mintos und hier erste Schnäppchen. Schnäppchen des Tages direkt mal zurückschlagen. Die Ronchi Sweater. Eine Gecko, so spät das Leben, verpiss dich. So Leute, Mintos-Schnäppchen direkt gekauft. Ein Givenchy-Sweater von 619 Euro auf 370 Euro.
direkt mal zugeschlagen bei so einem Schnäppchen. Da kann mein Schnäppchenherz nicht Nein sagen. Auf jeden Fall, Leute, so Mintos ist fertig. Da ist Mintos und da ist Gucci. So, jetzt laufen wir in den Gucci-Store. Kennt ihr diese ganzen Gucci-T-Shirts? Ich wollte mal fragen, so wie die fitten. Deswegen gucke ich mir das mal jetzt persönlich an. Findet ihr, ich sehe komisch aus meinen Latschen? Ey, da läuft immer rot hier. Aufgenommen hier. Jetzt bin ich der Polizei. So, Leute, jetzt geht's ab in den Gucci-Store. Ich trage nur noch Gucci, 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 Bruder. So, Leute, ich war gerade mit dem Ömer hier im Gucci-Store und ich habe was richtig Interessantes gelernt. Ihr kennt ja diese ganzen Gucci-T-Shirts, die jetzt irgendwie jeder auf einmal trägt. Kennt ihr die, wo das Gucci-Wappen so hier drauf ist und hier steht noch Gucci? Und ich habe so nachgefragt, was die so kosten und die Frau sagt mir jetzt, was hat sie gesagt? Die Frau meinte, man darf die T-Shirts nicht alleine kaufen. Das heißt, man muss die T-Shirts in Kombination mit ein paar Schuhen, Gürtel oder sonst was sich erwerben. Ansonsten kriegt man die nicht. Auf Instagram hat auf jeden Fall jeder irgendwie dieses T-Shirt, aber ich bin mir schon 99% sicher, dass alle nicht das Original haben. Weil Gucci verkauft die T-Shirts gar nicht normal. Das heißt, ihr müsst von Gucci irgendwas kaufen. Okay, man kann aber auch eine Kleinigkeit von Gucci kaufen. Ein Schlüsselanhänger, um das T-Shirt dazu kaufen. Ich glaube so nicht. Doch, sie meint irgendwas. Jetzt zum KDW. Jetzt müssen wir bestimmt viel laufen, aber ja. Na gut, bis zum KDW. Ciao. Sing mal ein Lied, bitte. Sing mal bitte, wo ich Eier bei. Steh auf, geh raus. Singen, nicht rappen. Alles Fake, Messer, komm vorbei. Singen. Glaub mir, Schakade. Oftmals packern gehen, drauf Phase, Kaffer geht. Hautfarbe, Karnale, Standort, Sackgasse. Weil in der BT MK8er steht, versteckte Kontrollen durch diese Bastarde. Berliner Sound, der anders klingt, mach dein Ding. Nicht nur von Gruppen. So, Leute, wieder mal im KDW ankommen, in der Off-White-Abteilung. Dieses Tag ist richtig krass, aber für mich. Sage und schreibe 969 Euro. Ist das definitiv viel zu teuer und unnötig. Aber ich guck mal bei Stone Island vorbei, was da so gibt. Kennt ihr Stone Island? Easy, easy 1 zu 1. Aber ich feiere das bei Stone Island. So, Leute, angekommen in der Sale-Abteilung. Und jetzt hier, jetzt volle Konzentration, Bruder. Direkt, ihr müsst euch fokussieren auf die Preise. Und jetzt Konzentration. Jetzt auf der Lauer, Digga, die Lauer. Schleicht so richtig langsam. %50 Hier bleiben wir. Die riechen Leder. True Religion. Vor 5 Jahren krass gewesen. Mittlerweile auch. Das ist wirklich nichts. Kein Wunder, was die Schnäppchen sind. Irgendwie läuft heute gar nichts. KDW, wo ich eigentlich immer bis jetzt was gefunden habe, oder wenigstens irgendetwas, sei es auch nur ein Duft, habe ich heute nichts gefunden. Okay, Leute, wir haben jetzt Hunger. Ich hoffe, wir gehen jetzt was essen. So, wir verlassen jetzt auch das KDW-Gebäude, setzen uns ins Auto und gehen oder fahren was essen. Süß. Geil, süß, geil, süß. Spaß. Bis gleich. Das Witzige ist, wir sind hier gerade in einem türkischen Restaurant und ist ein Stammlokal, ne? Und er bestellt immer die Nummer 31 und 69. Ja, Bruder, die heißen aber so. Was soll ich machen? So, Leute, Vorspeise ist da. So, das sind Zigarettenbüreks. Und das sind ganz normale Hackbällchen. Hier ist Brot, hier ist Ayran, hier ist Selta, hier ist Ayran, hier ist Fanta. Hier ist Ömer. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Action. Endlich ist das Hauptgericht auch angekommen. Ein Entrecot mit sehr lecker gewürzten Pommes. Spices, keine Ahnung, wie man ihn nennt. Lecker, so ein saftiger Schwarztee nach einem schönen saftigen Steak. Tut so gut. Auf jeden Fall, Leute, wir sind satt geworden. Alhamdulillah. Wir fahren jetzt noch zu einem Sportgeschäft. So Fußball, Klamotten, Lifestyle, Sportgeschäft. Ja, und dann mal schauen, was noch heute so passiert. Vielleicht noch eine Shisha rauchen? Was sagst du dazu? Ja. EVTL, ne? EVTL. ZB-Punkt. Ich trinke jetzt mal. Okay, Leute, wir sind jetzt bei Eleven Team Sports. Wir steigen jetzt raus. So, Leute, Gianni hat die Cam bei mir vergessen. Ich muss noch mal kurz was erledigen und mal gucken, was er so alles im Sportgeschäft macht. Ich denke, dass er sich eine Sporthose geholt hat. Oder beziehungsweise auf der Suche nach einer Sporthose ist. Da hinten steht er schon. Da haben wir den Verbrecher. So, Freunde, hier, das ist mein erster Ultraboost. Ich weiß gar nicht, welche Version das ist, weil ich mich mit Ultraboost gar nicht auskenne. Einfach mal schauen, der war richtig bequem. Ich habe jetzt meine Größe nachgefragt und wir gucken mal, was Sache ist. Weißt du, was ganz praktisch ist? Einfach Latschen beim Shoppen anzuziehen. Latschen, Jogginghose. Ja, so, Latschen, guck mal, zack. Was sagst du zu den Ultraboost? Oh, Bruder, ich hatte noch nie welche. Ja, warum hattest du keine? Ich weiß nicht, ich kam nicht dazu. Ich hatte kein Interesse, aber irgendwie sahen die heute so verlockend aus.
Also wenn ich ehrlich bin, die sehen ein bisschen aus wie Yeezys. Yeezys, eine Limuschen. So Leute, ich habe jetzt die Altschrauben zusammengebracht, die haben gepasst wie angegossen. Ich nehme die jetzt auch. So Leute, ich spiele jetzt mein Givenchy-Latschen gegen deine neuen Fußballschuhe. Schnell, bis drei, los geht's. Ich hab echt verloren. Aber es lag wirklich an den Latschen. Guck mal, wie ich schwitze. Ich hab 5 Minuten gespielt, guck mal hier. Wir holen jetzt die Altschrauben und hauen ab. So meine Freunde, das war's auch mit dem Shopping-Vlog. Wir sind echt kaputt. Wir waren lange hier in diesem Fußballshop. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mir ein paar Altschrauben gegönnt und ein paar Adidas Socken. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mir jetzt gekauft habe. Als allererstes ganz normale Adidas Socken für 8 Euro und dann noch ein paar Ultra Boost. Das sind meine allerersten Ultra Boost Leute hier. Und ich dachte mir mal, als Abwechslung zu einem Yeezy oder einem NMD kann man das immer machen. Handy klingelt ganz gut. Yusuf, du bist gerade mitten im Video drin. Ich ruf dich gleich an. Tamam. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so über Ultra Boost denkt und wie die so sind. Worauf ich vielleicht achten sollte, weil es, wie gesagt, mein allererster Ultra Boost. Und als nächstes habe ich mir halt gekauft von Mintos. Schön verpackt hier, zack. Ein Givenchy Sweater. Ein Givenchy Sweater. Feier ich richtig nice. Und das war Schnäppchen des Tages, meine Freunde. 370 Euro. Wie gesagt, meine Freunde, mit den Schnäppchen-Tipps von mir seid immer gut aufgehoben. Damit macht ihr nie einen Fehler. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Ömer. Und ciao, meine Freunde.